Bei Ihnen in den Werkstätten werden zurzeit Millionen von Liter leichtflüchtige brennbare Flüssigkeiten verwendet. Diese brauchen Sie in großen Mengen. Besser wäre da, wenn Sie einen Reiniger hätten, der nicht leichtflüchtig ist, aber dennoch die gleiche Lösekraft hat. Doch leider kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, bei denen der Bremsenreiniger verpufft oder verbrennt. Dabei werden Maschinen beschädigt, Mitarbeiter verletzt. Die Verletzungen können so stark werden, dass diese bis zum Tode führen. Die Berufsgenossenschaften empfehlen seit Jahren, diese A1-Reiniger zu minimieren. Trotz des erhöhten Gefährdungspotenzials sind sie doch überall im Einsatz. Glücklicherweise ändern viele Unternehmen ihre Denkweise und wollen die Mitarbeiter als auch das Inventar künftig schützen. So, wir haben jetzt hier eine neue Bremsanlage montiert. Natürlich, wenn wir die Bremse neu montieren, müssen wir die auch entfetten. Können auch Fingerabdrücke drauf sein. Bisher haben wir immer Bremsenreiniger genommen, acetonhaltig und lösemittelhaltig. Ist für die Gesundheit und auch der Gesundheit der Mitarbeiter sehr schwergängig. Und dadurch können wir mittlerweile mit dem Gefalo das Ganze mit der gleichen Anwendung auch entfetten. Das werde ich jetzt noch mal kurz zeigen. Man spritzt einfach nur mal kurz ein, lässt kurz einwirken. Das Fett läuft schon mit hier ab. Man geht nachher noch mal ganz kurz mit dem Lappen drüber und dann ist auch schon das Fahrzeug einsatzbereit. Das weitere Vorteil ist, dass wir auch eine Motorreinigung, also vorne nach der Inspektion, wenn irgendwo ein bisschen Öl und Fette verschüttet gegangen ist, was eigentlich passieren sollte, aber wir machen es trotzdem, kann ich trotzdem am laufenden Motor auch mal reingehen, ohne dass ich einen Gefahrpunkt, und zwar brennbare Stoffe, mit berücksichtigen muss.